Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Einer neuen Folge. So, wir sollen Londinium befreien. So, mal gucken, ob wir das hinbekommen. Da kommen die nicht drüber, ne. Ist deine Ausrüstung bereit? Ja. Und du auch? Ne. Mir steht das beste Team der Galaxis zur Seite. Ich könnte nicht besser vorbereitet sein. Das ist... Genau das sind wir. Na los, lass uns da rausgehen. Kaiser, Percival, alles im grünen Bereich bei euch? Ich bin bereit. Persönliche Nachrichten sollten jetzt über Kaiser geleitet werden. Verstanden? Verstanden. Laut und deutlich. Vielleicht zu laut. Du bist ein kracher Roboter. Kaiser, fang an. Let's go. Code übertragen. Wenn Sie bereit sind, dürfen Sie das Tor öffnen. Okay. Wir sind auf dem Weg in die Stadt. Percival, wohin geht's? Erste Suche läuft. Hab eine. Erzähl es. Nicht weit. Eine alte Werft gleich hinter der Aufbereitungsanlage. Die Genproben sind wahrscheinlich in einem der Container. Kommt ihr? Macht ihr die Tür auch hinter euch zu? Ihr müsst die Tür auch zumachen wieder. Tür geht nicht zu. Okay. Ihr müsst die Tür nicht zumachen wieder. Ist okay, ich hab's verstanden. Geht zu wenig. Ist auch noch. Ne, die bleibt offen. Okay, gut. Dann lass halt auf. Scheiße. Die Dinger werden gesteuert. Schalte sie aus und halte Ausschau nach dem Morph, der sie kontrolliert. Na komm. Ich hab nichts gehört, ne. Was ich gehört habe. Ach da. Okay. Na, wollen wir mal gucken. Finden. Hör doch mal auf, mit den Kreaturen zu spielen. Mensch. Schlimm mit euch. Nein. Sie oh. sind schwach, aber ich erfasse mehrere gültige Signaturen. Die Container haben jetzt wieder Strom. Jackpot. Da nichts wie runter und ordentlich zugreifen. Nein. Gut. Gucken mal weiter, ob hier noch irgendwas ist. Hier ist weiter nichts, nein. Okay. Dann lass uns mal loslegen. Frei!
sich der gerade geheilt? Kuckuck, wo bin ich? Ja, Sinn. Ja, komm her, komm, komm. Ja, ja, hör nicht rum. Ja, tschüss. Schwester. War doch alles easy. Easy peasy war doch das. So, was haben wir denn hier Schönes? Liest auch schon ein bisschen länger, wa? Dürfte ich raus? Danke. Das war die... Geil. Nehmen wir alles mit. So. Wir nehmen mal die Gatling an. Gucken, ob wir mit der irgendwas ausrichten können. Hat ich noch jemand? Da vorne. Kommt mal hier rein. So. Okay. Man kann auch in die Kisten reingucken, wo ich hängen rein muss. Das ist schon mal gut. Ach nee, das war die Kiste, wo wir rein mussten. Okay. Aber hier ist auch was drin. Ist sehr schön. Woher wusste er das? Das ist schon wieder komisch. Es ist alles suspekt. Das wird mir alles komisches. Das. Durch Zufall weiß er, wie wir da hinkommen. Bei mir klingeln alle Alarmglocken. Es ist doch hier alles Verarsche. Kaisa, das hier ist die Lazarus-Pflanze, nicht wahr? Bestätigt. Niemand erkannte, dass sie ein Lebewesen war, bis jemand sie unter das Mikroskop legte und sah, dass sie Zellen hatte. Kann nur in Londinion angepflanzt werden. Ein echtes Wunderwerk. Hm. Okay.
zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Das ist, du willst was haben? Warte. Ja? Ich trage nur Luxusgüter. Kleiner Scherz. So viel Waffen mitgenommen. Die kriegst du. Die kannst du haben. Bis nachher. All diese Parasiten. Was hält euch denn warm? Ich glaube, wir haben herausgefunden, was hier bei uns warm hält. Was ist das? Mein Gott, sieh nur. Eine blühende Lazarus. Wir sind vielleicht die einzigen. Was? Was ist los? Captain, siehst du das? Der ist aber groß geworden, du. Die Thermoparasiten sind Terrormorphs. Aber nein, das kann nicht sein. Thermoparasiten sind überall. Die leben überall. Das heißt, dass Terrormorphs... Oh Gott. Du hast das gerade gesehen, oder? Mm-mm. Du würdest mir sagen, wenn ich den Verstand verliere. Ja, hast du. Der Parasit ist zu einem Morph geworden. Das Ungeziefer auf allen Planeten, das sind Baby-Terrormorphs. Parasiten verstecken sich auf Schiffen, schleichen nach der Landung weg und verwandeln sich dann. Wir wissen jetzt, wie Terrormorphs auf neue Planeten kommen. Hm. Das bedeutet, dass wir die Pläne der Terrormorphs zu beseitigen. Was bedeutet das? Ja. Ja, was zum Teufel ist ein Thermoparasit? Nein, das haben wir doch gerade gesehen. Also. Nichts Natürliches sollte sowas tun können. Hm. Was wir gesehen haben, es werden doch nicht alle geboren, oder? Nein, die Lazarus-Pflanze kann nur hier wachsen und blühen. Man hat es versucht. Und wenn das, was wir gerade gesehen haben, auch anderswo passieren würde, dann wäre nicht nur Londinion zerstört worden. Was wir gerade gesehen haben, muss eine alternative Wachstumsmethode sein. Eine, die 70 Jahre Reifeprozess auf Sekunden verkürzt. Unglaublich. Deswegen ist auch hier dieser Angriff passiert. Hm. Nichts Natürliches sollte sowas tun können. Ich bin geneigt zuzustimmen, aber es sieht so aus, als hätte die Natur das so eingerichtet. Die Lazarus-Pflanze beschleunigt die Thermoparasitentransformation offenbar. Verwandelt das eine ins andere. Augenblicklich. Aber das heißt, wenn jemand davon wüsste,
Könnte er eine Terrormorph-Geburt auslösen? Man könnte einen Parasiten oder sogar mehrere in eine Stadt wie New Atlantis schmuggeln. Guter Gott, der Angriff auf New Atlantis, hat das... Könnte das jemand eingefädelt haben? Ich gehe davon aus. Nach dem, was wir gerade gesehen haben, ist es sicher möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, doch. Aber erst einmal müsste man die Wahrheit kennen. Das ist richtig. Wir müssen das Ding fassen, wenn wir es wirklich wissen wollen. Hinterher! Wir können fortfahren. Los! Na dann, mach auf die Tür. Waffe in Anschlag und gut ist. Falls das hier durchkommen möchte. Ich geh mal auf die 1. Da vorne läuft irgendwo was. Das ist unser großer Freund, der da rumläuft. Zugänglich. Fuck. Wir sind nicht gefangen. Mit diesem Vieh. Wir müssen es besiegen. Da kommt es doch angelaufen. Sehr gut. City, richtig? Ich habe sie selbst hochgeladen. Captain, Kaisa soll einen Blick auf diese Probe werfen. Leite Analyse-Sequenz ein. Sie stimmen überein. Das bedeutet mit großer Sicherheit, dass die Angriffe auf beide Planeten mit Hilfe der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurden. Sehr gut. Unmöglich, dass eine so seltene, fragile Pflanze einfach so hier auftaucht. In New Atlantis und in Tau Ceti. Nein. Die Transformationen auf diesen Welten wurden von Menschen ausgelöst. Jawohl. Da hat jemand nachgeholfen. Captain, ist dir klar, worüber wir hier gerade gestolpert sind? Nee. Jemand dachte, er könnte die UC angreifen und ungeschoren davon kommen. Ich glaube, das bedeutet, dass der Angriff auf New Atlantis mit der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurde. Jemand dachte, er könnte die UC angreifen, ohne schon davon zu kommen. Also New Atlantis ist auf jeden Fall für Lazarus-Pflanze. Jemand hat die Lazarus-Pflanze in Aktion gesehen und sie benutzt, um die Angriffe auszulösen. Eine Biowaffe, die niemand als solche erkennen würde. Eine beängstigende Aussicht. Sowas hält einen nachts wach. Und die Macher haben wahrscheinlich nicht erwartet, dass wir das je aufdecken. Das ergibt tatsächlich einen Sinn. Tau Ceti war wahrscheinlich der erste Test. Ein abgelegener Ort, an dem niemand nach dem Verschwinden einiger Siedler fragen würde. Dafür sorgen, dass die große Show, der Angriff auf New Atlantis, ein Erfolg wird. Und den Zeitpunkt dafür... Es kann kein Zufall gewesen sein, dass es genau dann passierte, als wir das Kabinett baten, gegen die Terrormorphs aktiv zu werden. Diese Angriffe. Jemand hat sie geplant, um das in Gang zu setzen. Ja, nur die Frage ist, wer? Ich fand die Zeiten, zu denen das Terrormorphs aufgetaucht sind, eh merkwürdig. Klingt gerade wie ein kompletter Spinner. Nein. Hast du nicht gesagt, die Pflanzen können nicht woanders wachsen, außer hier? Kann sie auch nicht, dachte ich. Aber wenn wir recht haben, hat vielleicht jemand einen Weg gefunden. Das war eh merkwürdig. Wie ist passiert das? Aber diese Antwort, tja, sie wirft ein paar signifikante Fragen auf. Wer könnte so etwas auf die Beine stellen? Und warum? Die United Colonies. Jemand in der UC hat etwas in den Lazarus-Pflanzen vor. Ich habe ein paar Ideen, aber wir dürfen nicht einfach mit Anschuldigungen um uns werfen.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es war unfair, genau. Ich habe keine Ahnung. Wir sollten die Diskussion lieber dann führen, wenn ihr nicht gerade am Rande der zufrierenden Hölle des Universums steht. Das ist richtig. Wenn wir weitere Terrormorph-Angriffe verhindern wollen, ob von Menschen oder anders verursacht, dann brauchen wir diese letzte Probe. Roger, Kaisa, bringst du uns zum Raumhafen? Gut. Aber was uns am Raumhafen erwartet, wer dahinter steckt und warum diese Tiere so sind, wie sie sind, all das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank. Das haben wir mal Pickel, die könnten wir ausdrücken. Nein, ekelhaft. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Da oben sind zwar alles ganz. Wo kommen die Rohre her? Egal. Bis zum nächsten Mal, euer Gunrock. Bye, bye.